So. Hallo? Ich glaube, ich fahre mal ein bisschen langsamer. 30 wird schon passen. Oh, Alter, der zieht aber kein Brot vom Fisch, Tisch. Ich mach mal lieber Warnblinker noch an. So. Oh, geht doch ziemlich gut. Aber du merkst schon, der hat einen Haufen Gewicht auf der Hinterachse. Viel schneller darf ich nicht fahren. Aber ist ja perfekt, hey. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es hier alles so reibungslos funktioniert. So, haben wir das Schätzchen gut heimgebracht. So, warte mal, von Klinke können wir ausmachen. Perfekt. Können wir gleich mal die Sämaschine dran ballern? Die Düngestreuer. Warte mal, habe ich noch Dünger im. Habe ich noch Dünger da oder muss ich da dann auch welchen kaufen? Geh noch mehr da. So, dann düngen wir mal unser Feld. Wie immer, ich brauche ein Bild für Instagram. Du. Ah, wird jetzt aber doof, wenn ich da noch mal hochgurken muss, um mir da Dünger zu kaufen.
Ja, mal gucken. Passt. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich habe gerade eine Frage. Liefern Sie auch Dünger? Können wir machen, ja. Jo. Wie viel denn? Ups, Moment. Bin gerade am Düngen. Was kosten der Liter, 1000 Liter? Dünger. 1100. 1100? Ja. Und mit Lieferung? Ein 100er mehr. Okay. Jo, dann hätte ich gerne mal 5000 Liter. Okay. Bringt ihn gleich im Mitarbeiter vorbei. Okay, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Das ist so unkompliziert. So, wenn wir die Felder hier fertig geerntet haben, dann müssen wir hier auch, warte mal, den einen Baum, den kann ich gleich noch fällen. Wenn man die Felder abgeerntet haben, dann werden wir die zwei verbinden. Hallo? Hier ist der Norman nochmal. Ah ja. Wie viele Liter waren das nochmal? 5000? Jo. 5000, gut. Jo. Passt. Danke. Tschüss. Tschö. Gut, 5000 Liter davon. Und dann sind wir wirklich schon wieder pleite, ey. Dann muss ich ein bisschen sparen, weil ich brauche eigentlich relativ bald mal einen Drescher. Tja. Oh. Da war ein Bäumchen im Weg. So, dann fäll ich gerade mal noch die Bäume, die hier vorne stehen. Kann der Harry dann nächstes Mal alle abholen, ey. Würde sich freuen. Ich mag das nicht, wenn die so am Feld stehen, so nah. Glaube ich, noch eine irgendwo. Der hier noch. So. Och nee, das ist wieder so ein Dinger, der nicht umfallen will. Kommt dann Windstoß und dann erschlägt er mich. Okay, ist gut gefallen. Geh her. Na, der ist wenigstens in die richtige Richtung gerollt. Ich sehe nichts. So, ich muss den auch noch bezahlen, gell? Wenn der mir den Dünger geliefert hat. Und ich hatte eigentlich mal, ich weiß gar nicht, ob ich die 30.000 an den Jürgen zurückgezahlt habe. Für das Auto vom Anfang. Muss ich ihn mal fragen nächste Woche.
Ich weiß nicht, soll ich alle Bäume hier fällen? Ich glaube ich nicht. Ich lasse mal die an der Straße, die fällig und den Rest, den kann ich ja erstmal stehen lassen. Kommt der schon vom Landhandel, oder? Nee. Hat sich gerade so angehört. Ach, den hatte ich doch schon. Das ist doch der, der stehen geblieben ist, oder? Hoffentlich fällt er nicht auf mich drauf. Hup. Fast jetzt geklappt, dass er mich erschlägt. Sehr gut. Also es würde uns auch ein paar tausend einbringen, wenn der Harry das dann wegfährt. Naja, verdienen wir noch ein bisschen Geld. Vor allem, hey, wir haben jetzt schon einen zweiten Traktor gekauft. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist zwar nur so eine alte Laube, aber fahren tut auch der. Brauch mal langsam eine Halle. Also ich glaube, das muss ich dem Jürgen nächstes Mal auch. Der muss mir noch eine Halle bauen. Für meine Maschinchen. Alles im Freien immer stehen zu haben, ist nicht so gut. Vielleicht machen wir hier dann noch eine Halle hin. Sollen wir so eine kleine Rampe hochbauen und dann kommt hier eine Halle hin. Das wäre eine Idee. Dann muss aber der Baum hier noch weg. Machen wir mal gleich. Und den hier könnte ich eigentlich auch gleich noch wegmachen. Also wenn der schon hier rumsteht. Für die Birken gibt es zwar nicht so viel, aber immerhin ein bisschen Geld ist ein bisschen Geld. Birken zu entasten ist wirklich nervig. Zum Glück habe ich den Job abgegeben, den Försterjob, bevor ich die Birken alle fällen musste. Dann hätte man das auch schon fertig. Oder ich stelle die Halle hier hin. Ich lasse die Halle hier hinstellen. Ich muss mal gerade gucken, ob es da... Ob ich da einen Bauplan habe. Aber ich glaube... Da haben wir ja doch noch ein paar andere Dinge. Mhm. 10.000, aber ich glaube, die ist nicht so groß, gell? Oh doch, die ist auch groß. Die würde hier sogar hinpassen. Ich weiß nicht, ich glaube, die ist ziemlich tief. Oder wir nehmen einfach so einen Unterstand. Ein Unterstand reicht ja auch erstmal.
Oh, wir haben sogar ziemlich viele, sehe ich gerade. Den da hätten wir auch. Wie macht der sich? Ah, der ist eigentlich sogar. Da passen zwei Traktoren rein, das passt. Ich den hier bauen lasse. Weil da hinten, da könnte man eher einen Unterstand hinstellen. Oh, der ist aber zu groß. So einen kleinen. Können wir unsere Anbaugeräte reinmachen. Oder den hier, ja. Also da kriegt der Jürgen, glaube ich, einen Großauftrag. Aber erstmal brauche ich wieder ein bisschen Geld. Das Geld wird reinkommen durch die Bäume. Haben so viele Maschinen, ey. Das ist ja unglaublich. Oh, ich glaube, da kommt der Müller. Ja, das ist er.